Gut, dann darf ich herzlich begrüßen zur Pressekonferenz am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Der SGV Freiberg landet einen eminent wichtigen 2:1 Heimsieg gegen die SV Eintracht Trier. Die Tore in der 20. Minute durch Marcel Sögler nach Foulelfmeter und in der 56. Minute das 2:0 durch Kilian Senkbeil. In der 76. Minute der Anschluss für die Gäste ebenfalls nach Foulelfmeter durch Ersin Cehir. Und ja, ich darf die beiden Trainer neben mir begrüßen. Einmal der Coach der Gäste, Andreas Zimmermann. Servus. Und natürlich wie immer unseren Chefcoach Roland Seitz. Und ja, nach dieser richtungsweisenden Partie für beide Mannschaften gebe ich natürlich erstmal das Wort an den Gästetrainer. Ja, danke dir, Marvin. Ja, zum Spiel. Natürlich haben wir uns damit vorgenommen, ist ja klar, wollte ich ja nicht schon mal erwähnen. Wir sind jetzt 6 Wochen, knappe 6 Wochen da und man muss einfach sagen, die erste Halbzeit bodenlos. Ja, also, ich verstehe nicht, wie man im Abstiegskampf so Zweikämpfe annehmen kann, beziehungsweise die gar nicht annehmen kann. Doppelpässe in der Defensive, was uns auch in den letzten Spielen richtig stark gemacht hat. Zweikampfführung so an den Tag zu legen, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich waren wir noch nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem kompletten Körper noch im Hotel. Vielleicht oder für den einen oder anderen auch komplett was ganz Neues, dann auch mal einen Tag eher zum Spiel zu fahren. Und musste die mal in der Halbzeit mal kurz ein bisschen wachrütteln, verbal. Und das Schöne ist ja immer, im Fußball, auf immer geht es einigermaßen. Wir kriegen dann trotzdem noch das 0-2. Genauso vorher ich sie waren, dass sie immer wieder da sind bei Standardsituationen, die Kugel fällt runter, nochmal, nochmal, nochmal. Ähnlich wie gegen Mainz, wo das, ich glaube, 2-0 war das auch gewesen. Und, nee, 1-0, glaube ich, ne? Oder? Ja, Ja, 1-0, genau. Ähnliche Feld und ja, gut. Bei uns ist es immer, wir werden erst richtig wach, wenn es verloren ist oder scheint verloren zu sein. Und, ne? Auf einmal geht's, auf einmal kann ich laufen. Auf einmal gewinne ich die Zweikämpfe. Über den Schiri reden wir am besten überhaupt nicht, weil das lag ein Stück weit auch an uns und das ist das Entscheidende. Und das ist, was ich meinen Jungs immer sage: Es liegt an uns, wie wir Spiele bestreiten, beziehungsweise die Ergebnisse letztendlich auch zustande kommen. Dann kommst du nochmal zurück mit 2:1, Elfmeter, da hast du zwei richtig gute Chancen. Wir hatten heute nicht viel gehabt, aber wenn du mal eine Chance hast, dann solltest du die auch reinmachen und das geht uns leider auch ein Stück weit ab. Machen die halt nicht. Da haben wir noch ein bisschen Glück, dass wir nicht der Dritte kriegen. Klar, wenn du einen cleverer ausspielst, dann klingt es nochmal. Wir mussten dann alt auf eine Karte setzen, ist ja klar. Wollten unbedingt zumindest dann auch den Punkt mitnehmen. Haben wir nicht geschafft. Ja, dann 45 Minuten war halt schwer. Aber die erste Halbzeit war letztendlich ausschlaggebend, dass wir heute hier verloren haben. Und das sehr, sehr bitter. Egal wie lange man da ist, wenn man dann auch die Fans sieht, die extra mitkommen, die Gas geben und. Ja, das ist schon ein sehr, sehr hart im Moment. Ja, jetzt kommen wir nach Hause und ja, machen erstmal ein bisschen. Ja, danke. Und ja, Glückwunsch. Roland, ja, ich weiß, es ist immer schwer. Du bist ja auch noch nicht so lange hier, aber du hast die Truppe in Form gekriegt und hast auch ordentlich Einzelspieler. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ja, Dankeschön, Andreas und Roland. Du musstest deinem Ex-Club heute ziemlich wehtun. Wie viel Erleichterung oder wie viel Freude kommt trotzdem in dir auf über das Ergebnis? Ja, hallo zusammen und Zimbo, danke erstmal für die netten und freundlichen Worte und auch die Glückwünsche. Wir sind ja auch, sagen wir mal, nicht von der jungen Generation, aber trotzdem schon lange genug dabei und ich glaube schon, dass jeder von uns zwei weiß, vor was wir sprechen, haben wir es oft genug schon mitgemacht und du bereitest alles vor, du machst, du tust. Nach 10 Minuten testest Wenn vorher gegangen ist, dann kann ich es nicht einschalten. Ne? Ja, probieren wir es nochmal. Ich mach normalerweise nichts. Hallo, geht's wieder? Ja, jetzt, ich versuche mich nicht zu bewegen. Aber wie gesagt, um das zu Ende zu bringen, um vielleicht noch ein paar Sätze zum Spiel zu sagen, dann stehst du nach 10 Minuten draußen und denkst, das kann doch nicht sein. Du bereitest dich die ganze Woche vor, du analysierst, du machst selber dein Ding und dann auf einmal das. Uns ging es genauso. Wir haben, glaube ich, schon gut begonnen. Wir haben auch den Ball gut laufen lassen.
war sehr schwer heute auf dem stumpfen Rasen, aber es war trotzdem gut, haben die ersten Chancen, machen sie nicht und gehen dann Gott sei Dank in Führung. Und wenn wir dann wissen, was wir für eine Mannschaft haben, die schon kicken kann, die erfahren ist, und dann machst du das 2-0, dann darf dir einfach diese letzten 15 Minuten nicht mehr passieren. Das ist einfach Fakt, das ist einfach so. Auf der anderen Seite muss man fair sein, wir haben uns auch alle dann ein bisschen in die Hosen gemacht. Ja, es ist ja, du kannst ja nur noch verlieren, es steht 2-0, du brauchst den Dreier gegen Trier, wir fahren am Samstag nach Worms. Dann kommt auch noch dazu, dass wir eine englische Woche hinter uns hatten und ja auch in Nöttingen ein Auswärtsspiel hatten, auch wenn es ein Heimspiel war. Das ist dann auch noch ein bisschen in den Knochen drin, aber unterm Strich, glaube ich, haben wir es halt irgendwie mit Glück und Geschick dann verteidigt, das dritte nicht gemacht, das zweite nicht bekommen. Von daher bin ich sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich. Erstmal zwei Tage duschen auf dem Samstag in Worms, geht es wieder von vorne los. Wenn wir verlieren, sind wir wieder nur 4 Punkte vor. Von daher haben wir schon noch ein bisschen was zu tun, bevor wir in Sicherheit sind. Ansonsten wünsche ich der Eintracht natürlich, Zimbo, dir alles Gute und hoffe, dass ja auch mal wieder sportlich zumindest lachen kannst. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Roland. Genau, du hast es angesprochen. Für uns geht es nächsten Samstag zum nächsten richtungsweisenden Duell nach Worms. Machen wir einfach so weiter. Ist, glaube ich, für uns alle entspannter. Genau, ansonsten, wenn es noch Fragen gibt von der Presse, gerne her damit. Jawohl. Andreas, wenn man in den Spielerkreis reinhört, dann wurde gesagt, dass eine gewisse Müdigkeit festgestellt wurde. Kannst du dir darauf einen Reim machen? Nee, erstmal nicht. Aber vielleicht ist das Wetter. Wie gesagt, ja, Auswärtsfahrt für den einen oder anderen ist ja was Neues. Es sind noch ein paar Spieler nachgekommen, die noch arbeiten mussten. Gestern Abend ist, ja, kommen viele Dinge zusammen. Ne? Aber wenn man dann sagt, müde Beine, komischerweise dann zum Schluss und in der zweiten Halbzeit kann ich auch immer laufen. Also schwierig dann mit müde Beine. Ne? Das ist eine Kopfgeschichte, so wie Gran hier. Und ich muss beim Warmmachen schon über den Punkt rüber. Ich muss versuchen, die ersten Zweikämpfe letztendlich auch positiv zu gestalten, um dann über den Punkt zu kommen. Ne? Und wenn es dann mit der zweiten Halbzeit auch immer funktioniert, dann kann keiner müde Beine haben. Das funktioniert nicht. Personelle Frage hinterher. Kevin Heinz war nicht dabei, weil er Vaterfreunden entgegensieht. Gibt es da schon einen aktuellen Stand, den Sie kennen? Da habe ich mich ehrlich gesagt jetzt direkt so nach dem Spiel noch nicht informiert. Werde ich bestimmt gleich machen. Ja, da ist er dann nicht gestellt. Ich weiß nicht, ob das nicht ganz so einfach verlaufen wurde. Kevin hat natürlich den Kopf bei seiner Frau, das ist ganz klar und ist da. Und hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, wenn er hier gewesen wäre. Deswegen ist das wichtig, weil wir sind auch immer noch Menschen. Ja. Eine Frage an Herrn Zeit. Der Kilian Senkbeil hat sein zweites Tor in einer kürzesten Zeit geschossen. Er hat mir vorhin erzählt, er hat noch nie im Männerbereich irgendwie Tore geschossen gehabt. Das ist mal eine Option, ihn tatsächlich selber einzusetzen? Oder ja, wie kommt das, dass der plötzlich Tore schießt? Ja, wenn man die beiden Tore sieht, dann ist es ja im Prinzip vielleicht ein bisschen sein Näschen. Nicht, dass er unbedingt den Kopf verstaut ist. Nein, er hat gegen Mainz ein Flippertor gemacht und heute war der Ball auch schon wieder 2-3 Mal irgendwo beim Gegner oder bei uns und deswegen hat er vielleicht ein gutes Näschen in der Offensive, aber der soll da bleiben, wo er ist, dass er gut aufgehoben. Ja, klare Statements heute von euch. Gibt es noch eine Frage? Ja, eine Anschlussfrage. Was ja auch auffällt, Ihre Mannschaft verursacht immer relativ viele Elfmeter. In letzter Zeit waren es, glaube ich, 4. Teilweise sieht es ein bisschen ungeschickt von außen aus. Ja, haben Sie da eine Erklärung für? Ist man da manchmal ein bisschen zu naiv? Ja, wir hatten ja das Thema die letzten Tage schon, auch gegen die anderen Mannschaften haben wir Geschenke hergegeben, dass es nicht mehr größer geht. Heute war es so, dass wir geführt haben, dadurch war es nicht der Rückstand. Wissen Sie, wir sprechen das an, wir reden drüber, wir machen Video, so wie es die anderen auch alle machen. Und dann pfeift der Schiedsrichter an und trotzdem machen wir wieder einen Elfmeter, obwohl der zur Eckfahne rauslauft. Letztendlich ist es immer ein anderer, das ist ja immer dann das, ja, das Komische an der ganzen Geschichte. Aber trainieren kannst du das nicht. Das muss jeder Einzelne für sich selber ausmachen, dass er im Strafraum weiß, wie er zu Werke geht. Und wir machen es momentan wie eine Schülermannschaft. Tut ein bisschen weh, weil es muss nicht sein, aber es ist halt Fußball. Vierte Liga. Ja, also beide Trainer durchaus kritisch heute nach dem Spiel. Jetzt gibt es eine Woche Zeit, das alles aufzuarbeiten. Wie gesagt, wir gastieren nächsten Samstag um 14 Uhr beim VfR Wormatia Worms, können dort den nächsten großen Schritt Richtung Klassenhalt machen
Und Andreas, auch für euch ist zumindest rechnerisch noch alles möglich. Das ja, wünschen wir euch auch alles Gute für die weitere Saison. Gute Heimfahrt natürlich. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.